2015 habe ich zum ersten Mal meine Schwester, die eine Sehbehinderung hat, im Langlaufsport begleitet. Und nach und nach habe ich dann den Mangel an Begleitsportlern bemerkt und wahrgenommen, was es heißt, abhängig in seiner Freizeit zu sein. Für mehr Unabhängigkeit im Blindensport habe ich dann angefangen, ein bisschen zu forschen. Und so ist die Idee für den Vibrobelt entstanden. Das Besondere am Vibrobelt ist, dass er für den Sport ausgelegt ist. Nicht nur von der Technologie her, sondern auch von der Kommunikation. Vibrationsimpulse sagen mir klar und deutlich, was ich zu tun habe. Genau gleich wie ein Begleitsportler. Unsere erste Entwicklung ist für das Laufen auf Sportlaufbahnen und soll so für blinde und sehbehinderte Menschen das selbstständige Laufen ermöglichen. Der Vibrobelt ist ein Hilfsmittel für den selbstständigen Blindensport. Er funktioniert quasi wie ein selbstfahrendes Auto. Eine Kamera vorne am Gurt erkennt die Strecke. Unser entwickeltes Programm analysiert diese dann auf der integrierten Computereinheit. Über Vibrationssignale bekomme ich dann gesagt, ob ich zu weit links in der Laufbahn oder zu weit rechts laufe. Auch Hindernisse werden erkannt und an den Sportler oder die Sportlerin kommuniziert. Ab jetzt setze ich mir meine Limits selbst. Mit dem Vibrobelt kann ich jederzeit unabhängig laufen gehen.